An einen Baum so fest angekettet, dass er sich keinen Zentimeter bewegen konnte, schien Max' Schicksal von Tragödie geprägt. Das skelettartige Gerippe des einst lebhaften Hundes erzählte eine Geschichte von Vernachlässigung und Leid, die die Gemeinde bis ins Mark erschütterte. Carrie Honey, eine mitfühlende Freiwillige in einem örtlichen Tierheim, wurde zum unerwarteten Helden in Max' Geschichte. 6 Anrufe besorgter Passanten machten sie auf die verzweifelte Situation des Pitbulls aufmerksam. Mit Entschlossenheit im Gesicht eilte Carrie zum Tatort, bereit, sich den Tätern zu stellen und dem unschuldigen Wesen, das an den Baum gefesselt war, Trost zu spenden. Zu ihrer Überraschung war Max bei ihrer Ankunft nicht mehr da. Die örtliche Polizei, bewegt von der Dringlichkeit der Situation, war eingegriffen, bevor Carrie den notleidenden Hund erreichen konnte. Max stand nun unter dem Schutz der Behörden, und die Jagd nach seinen herzlosen Besitzern hatte begonnen. Während sich das Gerichtsverfahren entwickelte, fand sich Max im provisorischen Heiligtum eines Tierheims wieder. Ausgemergelt und von Herzwürmern geplagt, sah der widerstandsfähige Pitbull einer ungewissen Zukunft entgegen. Das Drama im Gerichtssaal endete mit einem Schuldspruch gegen Max' ehemaligen Besitzer, begleitet von einer Geldstrafe, die im Vergleich zu dem Leid, das dem unschuldigen Wesen zugefügt wurde, verschwindend gering war. Das Tierheim zögerte, Max angesichts seines Gesundheitszustands und seines Verhaltens einfach so in die Obhut von irgendjemandem zu entlassen. Carrie, unerschüttert von den Herausforderungen, trat an. Sie hatte den Funken der Hoffnung in Max' Augen gesehen und war entschlossen, derjenige zu sein, der ihn zu einer Flamme entfacht. Max, der im Tierheim zunächst als aggressiv eingestuft wurde, zeigte in Carries Obhut seine wahre Natur. Eine missverstandene Seele. Er entpuppte sich als ein riesiger Welpe, gefangen im Körper eines großen Hundes. Der Weg zur Genesung war nicht ohne Hindernisse. Eine Diagnose von Herzwürmern und anhaltende Verhaltensprobleme stellten Carries Entschlossenheit auf die Probe, doch sie ließ sich nicht entmutigen. Max' Fortschritte zeigten sich in jedem Schwanzwedeln und dem neu gewonnenen Glanz in seinen Augen. In Gesellschaft von Carries 2 Hundefreunden lernte Max die Kunst der Freundschaft und des Vertrauens. Carrie, nun Max' Pflegemutter, öffnete ihr Herz und ihr Zuhause für diese einst leidende Seele. Die Narben von Max' Vergangenheit verblassten langsam, als er die Wärme von Liebe und Fürsorge aufnahm. Eine Offenbarung über Max kam ans Licht. Er verabscheute Einsamkeit. Die Schatten seiner früheren Misshandlung verfolgten ihn immer noch und er suchte Trost in ständiger Gesellschaft. Carrie, die dieses Bedürfnis erkannte, arbeitete unermüdlich daran, Max' zerrüttetes Vertrauen in die Menschheit wiederherzustellen. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.